Hier schlägt das Herz. Wir sind im Heiligtum von Dynamo Dresden. Hier kommt keiner rein. Und wenn man sich vorm Spiel so einschwört, dann kann man doch eigentlich nur rausgehen und gewinnen, oder? Jahre Dynamo Dresden. Kaum ein anderer Verein in Mitteldeutschland blickt auf so eine ruhmreiche, aber auch irre spannende Historie zurück. Dazu gehören große Auftritte auf europäischer Fußballbühne gegen Juventus Turin oder Bayern München oder gegen den FC Liverpool. Dazu gehören aber auch dramatische Entwicklungen, Tiefschläge vor und nach der Wende. Wir machen jetzt zusammen eine Entdeckungsreise durch diese schwarz-gelbe Vereinshistorie. Und wir beginnen logisch an dem Ort, an dem auch die Geschichte von Dynamo begann. Nämlich im Filmtheater Schauburg in Dresden am 12. April vor 70 Jahren. Aber war das eigentlich wirklich so? Denn um die Vereinsgründung rankt sich seit jeher ein großes Geheimnis. Spurensuche mit Hans-Jürgen Kreische. Keiner ist dafür besser geeignet als Dresdens Top-Torjäger der 70er Jahre. Denn seine Geschichte ist zugleich Dynamo-Geschichte. Die Eckdaten sprechen für sich. Kreische wird als Mittelfeldspieler gleich viermal Torschützenkönig der Oberliga. Und nicht zuletzt dank seiner Treffsicherheit feiert Dynamo in den 70er Jahren gleich fünfmal die Meisterschaft. Wird so zu einem führenden Team im DDR-Fußball. Dynamo ist für mich immer noch meine sportliche Heimat. Ich bin hier groß geworden, habe mit 10 Jahren in diesem Verein angefangen, Fußball zu spielen, alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen, Nationalspieler der DDR geworden. Wir haben speziell in meiner aktiven Zeit sehr, sehr guten Fußball gespielt, international wie national. Kreische, bei Dynamo Ehrenspielführer und noch heute im Nachwuchs tätig, ist ein absoluter Intimus der Vereinsgeschichte. Das liegt zum einen an seinem Vater. Schon Hans Kreische hatte einst das Dynamo-Trikot getragen. Klein Hansi wird 1957 als 10-Jähriger im Verein angemeldet, reift hier zum Nationalspieler, zum Star. Ende der 70er Jahre bekommt der 50-fache Auswahlspieler als Sportstudent für seine Diplomarbeit ein ganz besonderes Thema angeboten. Die Geschichte der SG Dynamo Dresden. Habe ich sofort zugegriffen und im Grunde genommen hat mir das dann auch riesigen Spaß gemacht, weil zu der Zeit gab es noch viele Zeitzeugen, wo man Interviews führen konnte und auch Material bekommen hat, um eben dann diese Diplomarbeit zu erstellen. Interessant vor allen Dingen eben auch der Ursprung von Dynamo Dresden. Der historisch interessierte Kreische, mit Ende seiner Karriere Nachwuchstrainer, entdeckt Erstaunliches. Für ihn ist Dynamo 1953 nicht gegründet, sondern lediglich umbenannt worden. Doch das kann er in seiner Diplomarbeit nicht einfach so schreiben. Denn es hat ganz viel mit Erich Mielke zu tun. Der Minister für Staatssicherheit ist zudem Vorsitzender der Sportvereinigung Dynamo, zu der auch die Fußballer des BFC und der SG Dynamo Dresden gehören. Mielke ist damit streng genommen der oberste Dienstherr von Hans-Jürgen Kreische. Mit der Wende gerät das Gründungsthema in Vergessenheit. Erst viele Jahre nach der Wiedervereinigung wird das Jahr 1953 von der Fanszene als Gründungssymbol neu entdeckt und kultiviert.
Ja, ich denke, dass der Kenner so Bescheid weiß über diese ganze Geschichte, wie Dynamo Dresden eben entstanden ist. Um die Dynamo-Geschichte mit der Gegenwart zu verbinden, werden im Dresdner Fußballtempel regelmäßig Stadionführungen angeboten. Auch für den eigenen Nachwuchs. Ich begrüße euch recht herzlich im Rudolf-Harbig-Stadion. Ich bin die Ina. Ich selber habe einen Großteil meines Lebens mit dem Verein verbracht. Ich hoffe, euch also noch ein bisschen was von der Faszination rund und um Dynamo Dresden hier zeigen zu können. Schließlich sollen die Profis von übermorgen erfahren, was ihren Verein so besonders macht. Schätzungsfrage, wie viele Zuschauer passen bei uns ins Stadion? 32. Knapp daneben. Alleine hier in unserem eigenen Fanblock ein bisschen über 9000. Der Gästeblock drüben, der graue, nochmal mit 2000 und ringsherum um die 21.000 Sitzplätze. Also sind wir bei ca. 32.000 Zuschauern hier bei uns im Stadion. Es gibt wohl kaum eine bessere Besetzung für solch eine Stadionführung als Ina Kallenbach. Denn der Vater der Dresdnerin hütete einst das Dynamo-Tor. Mit Manfred Kallenbach zwischen den Pfosten feiern die Schwarz-Gelben 1971 das erste Double in der DDR-Fußballgeschichte, also den Gewinn von Meisterschaft und Pokal. Die Bedeutung dieser Triumphe für eine ganze Region ist bis heute spürbar. Das fasziniert mich, wie die nach 50 Jahren, 71, haben sie das erste Mal das Double erreicht, wie die mit einer Ehrfurcht vor mir stehen und dankbar sind, dass ich die hier durchs Stadion führe und dann mir auch, wie gesagt, Geschichten erzählen und Episoden, wie schwer es an Karten ranzukommen war manchmal und dass man die vererbt hat und dass dann auch schon die nächsten Generationen dieselben Geschichten von ihren Vätern oder von ihren Großvätern gekriegt haben. Wo ich mir sage, die sind in einem Alter, die können meinen Vater gar nicht spielen gesehen haben und erzählen mir aber trotzdem Geschichten davon. Nee, die 70er sterben nie. Ina Kallenbach hat ihren Vater bei Dynamo nicht mehr im Tor stehen sehen. Die Tochter des Keepers wurde 1971 geboren. Zwei Jahre später wechselten Manfred Kallenbach von Dresden zu Stahl Riesa. Doch irgendwann beginnt sich seine Tochter für Fußball zu interessieren. Und so ist ihr die große Dynamo-Zeit in erster Linie aus Fotos und aus den Erzählungen ihres Vaters präsent. Kallenbach und seine Vorderleute lösen 1971 an der Elbe eine unglaubliche Fußball-Euphorie aus. Dynamo wird zu einem bestimmenden Thema, das die ganze Stadt in seinen Bann zieht. Ausschlaggebend dafür nicht nur die lang ersehnten Erfolge, vielmehr die Spielweise der Dynamos. Alle wollen den Dresdner Kreisel sehen. Technisch anspruchsvollen Tempofußball mit unglaublich viel Präzision. Dynamo war letztendlich Botschafter für Dresden, ja, über die Grenzen hinaus. Diese Kultur, ob das die Spielkultur war, ob das die Fankultur war, es ist ja dort was Einzigartiges innerhalb von kürzester Zeit gewachsen. Dynamo stellt 1971 nicht nur die beste Mannschaft in der DDR. Dresden hat mit Abstand auch die meisten Fans. Jung und alt, Frauen und Männer, alle strömen ins Stadion. Ja, ich bin aus Dresden und denken Sie vielleicht, soll ich woanders hingehen? Und? Was schätzt du an Dynamo? Oh, er hat viele gute Spieler, vor allem den Kreische, ja. Sammer, Ganserer. Kallenbach ist gut im Tor, weil ich für Dynamo sehr begeistert bin. Klatschen Sie besonders für einen Spieler? Nein, für alle. Für alle? Für Dynamo natürlich. Ja, und für welchen Spieler? Irgendeinen besonders? Kreische. Dresden in dieser Zeit eine Stadt im Wandel. Der Kulturpalast oder die gerade eröffnete Prager Straße prägen das moderne Bild der Stadt. 25 Jahre nach Kriegsende erhält Elbflorenz ein neues Gesicht. Dazu passen die Auftritte von Kapitän Kreische und seinen Mitspielern, die zur Freude des Publikums nun sogar in den Stadtfarben kicken. So gibt der Fußball Dresden auch ein Stück Seele zurück. Eine ganze Stadt lebt im schwarz-gelben Rhythmus. Samstag die Spiele in der DDR-Oberliga, Mittwoch die Flutlichtabende auf europäischer Ebene, wie hier gegen Leeds United. Der Fußball als Bestandteil der Alltagskultur und zugleich Stimmungsbarometer. Gewinnt Dynamo, gehen die Fans mit einer positiven Grundstimmung an die Schreibtische, Reißbretter oder Werkbänke, nicht nur in der Stadt, sondern im ganzen Bezirk Dresden.
Allgemein wurde ja gesagt, dass wenn Dynamo Dresden gewonnen hat, die Arbeitsproduktivität am Montag weitaus besser war, höher war, als wenn Dynamo Dresden verloren hat. Und das stammt nicht von uns Spielern, sondern irgendwo ist das nachweisbar. Kann ich mir auch gut vorstellen, denn die Stadien waren ja eigentlich immer voll. 25.000, 30.000 Zuschauer hatten wir ja immer. Die Erfolge der goldenen 70er in Meisterschaft, Pokal und mit den Auftritten im Europapokal sind auch Thema bei der Stadionführung und werden von Ina Kallenbach gründlich beleuchtet. So, wir stehen jetzt hier vor unserer Europacup-Wand. Was heute die Champions League ist, waren ja früher Cup der Landesmeister und Cup der Pokalsieger. Und da hatte Dynamo schon 98 internationale Spiele hinter sich gebracht. Manfred Kallenbach konnte nicht mehr erleben, wie sich seine Ina einst auf die öffentliche Stellenausschreibung als Stadionführerin beworben hatte. Übrigens ohne sich als Tochter des einstigen Dynamo-Torhüters erkennen zu geben. Sie bekam den Job und freut sich noch immer auf jede Besuchergruppe. Ihr Vater wäre stolz auf sie. Weil ich ein Stück den Fans zurückgeben will. Weil das Leben, was ich führe, habe ich eigentlich Dynamo zu verdanken. Und wären mein Papa und seine Kollegen damals nicht so erfolgreich gewesen, hätten wir heute gar nicht mehr zu erzählen. Wir hätten kein Fundament, auf dem der Verein steht. Und ich hätte auch nie das Leben, was ich heute führen kann. Das Rudolf-Harbig-Stadion hieß von 1970 bis 1990 Dynamo-Stadion. Und speziell an den Europapokalabenden wurde es zum echten Hexenkessel. Mit den meist 36.000 oder sogar mehr Fans im Rücken gelangen eindrucksvolle Siege gegen Juventus Turin zum Beispiel oder Benfica Lissabon, Atletico Madrid, Leeds United oder gegen die AS Rom. Und auch das neue Rudolf-Harbig-Stadion hat schon große Fußballabende erlebt, speziell im DFB-Pokal, da bleibt ein Sachsen-Duell unvergessen. August 2016. Vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal, das Harbig-Stadion ist ausverkauft, schießen Stefan Kutschke die Gedanken durch den Kopf. 10 Jahre zuvor hatte er schon einmal Schwarz-Gelb getragen. Doch der Nachwuchskicker bekommt zu hören, es reicht nicht für Dynamo. Ich war ja in der Jugend auch schon hier, ja, bei Dynamo und bin dann wieder zurück nach Laubegast, ja, ohne da jetzt irgendwo jemanden einen Vorwurf zu machen. Man hätte ja sagen können, Stefan, den behält man, ja, den über die zweite Mannschaft, damals gab es den noch. Ja. Wir bilden den ein bisschen aus. Vielleicht sah das aber damals nicht so nach Profifußball aus, kann ja auch alles sein. Ja. Aber das ist für mich auch in Ordnung. Stefan Kutschke schafft es über Umwege, Laubegast, Babelsberg und RB Leipzig bis in die Bundesliga. Der kampf- und einsatzstarke Stürmer war von Felix Magath entdeckt und zum VfL Wolfsburg geholt worden. Und so ist Kutschke plötzlich Erstliga-Profi. Der Fußball hat mir Sachen geschenkt, das ist mein 15. Jahr, ja, also Profifußball. Und da waren Spieler dabei. Ich habe es mal irgendwann so schön gesagt, ich kannte dich nur von der Playstation. Und auf einmal sitzt du neben denen, ja, ob das De Bruyne war und Co. Auf einmal hast du die in deiner Mannschaft. Du hast tagtäglich mit denen zu tun. Anfang 2016 war Kutschke nach Dresden zurückgekehrt, um den Schwarz-Gelben beim Zweitliga-Aufstieg zu helfen. Die Mission gelingt. Nun zum Saisonauftakt der Knüller. Dynamo gegen RB Leipzig. Das Pokalduell wird für die Dresdner in den ersten 45 Minuten zum Lehrstück. Der Zweitliga-Aufsteiger sieht gegen den Bundesliga-Neuling keinen Stich. Das Beste, Dynamo liegt zur Pause nur 0:2 zurück. Jetzt werden die Leute denken, oh, so wie die dann rausgekommen sind, der Trainer hat die zur Sau gemacht und. Nee. Wir haben klar unser altes System wieder hergestellt, weil wir haben in dem Spiel in der ersten Halbzeit, glaube ich, angefangen mit Fünferkette. Müsste ich jetzt lügen, weiß ich nicht mehr. Und der Uwe hat uns gefragt, hey, wie sieht denn das aus, was wollt denn ihr? Und damals Marco Hartmann hat gesagt, Trainer, wir gehen in unser altes System zurück. Der Trainer hat das alles wieder angepasst und schon waren wir in den Abläufen drin. Also wir haben dann von dem Zusammenhalt gelebt. Nach dem Seitenwechsel finden die nun besser organisierten Dresdner ins Spiel. Kutschke rackert unermüdlich und gibt das Signal. Die folgende Elfmeterchance lässt er sich nicht entgehen. Die favorisierten Gäste zeigen sich beeindruckt und Ralf Minge fühlt sich wieder mal bestätigt, mit der Verpflichtung von Kutschke richtig gelegen zu haben. Kommen wir wieder zu dieser Charakter. Die Mentalität schlägt Qualität. Ja. Oder zumindest ist es so,
dass man sich dann mit, was weiß ich, 34, 35 keinen Vorwurf mehr machen muss, wenn man in den Spiegel guckt und sagt, du hast nicht alles versucht. Und wenn die sehen, dass da unten eine Mannschaft dasteht, die füreinander kämpft und alles reinhaut und unbedingt das Spiel gewinnen will, nehmen sie dir auch vielleicht mal einen Fehler nicht so krumm. Und das Brodeln, das kommt dann. Und irgendwann hat das keinen Halt mehr. Und das, zum Glück, durfte ich ein paar Mal als Spieler selber miterleben. Wenn es im Habichtstadion brodelt, dann lassen sich sprichwörtlich Berge versetzen. Wie im Pokalduell gegen RB Leipzig. Aus einem 0:2 machen die Schwarz-Gelben ein 2:2 und zwingen die Gäste ins Elfmeterschießen. Dort haben sie die besseren Nerven und sorgen für eine Sensation. Dresden feiert und nicht nur Stefan Kutschke wird diese Momente nie vergessen. Die Faszination Dynamo. Aber was verbirgt sich eigentlich dahinter? Wie könnte, wie sollte man diese Dresdner Besonderheit definieren? Gar nicht so einfach. Du kannst nicht die richtigen Worte so finden, für was ist denn das Besondere an Dynamo? Entweder es packt dich, wenn du hier bist, oder eben nicht. Ich kenne auch viele, die sagen, ich habe mit Fußball nichts zu tun. Ich kann mal ins Stadion gehen, aber es lässt mich kalt. Ja, aber wenn du hier mal im Stadion drin warst und da gab es schon ein paar Spiele und die holen dich dann ab, na dann, also kann ich mir nicht vorstellen, dass du nach Hause gehst und sagst, ja, ich muss jetzt nicht nochmal dahin. Spiele, die man nie vergisst, wie im Oktober 2016 das erste Zweitligaduell zwischen Dynamo Dresden und dem VfB Stuttgart. Es ist ein Wiedersehen nach über 20 Jahren. Beide Teams trafen sich einst im Europapokal und in der ersten Bundesliga. Dynamo Dresden, VfB Stuttgart. Viele Ältere denken dabei, ne, an ganz andere Zeiten. Und dann bist du so als Dynamo Dresden, bist Aufsteiger, weißt aber, okay, mit allen im Rücken und wir als geschlossene Einheit, hier geht was. Stuttgart mit der ersten Gelegenheit. Die Dynamo-Fans atmen durch. Es ist die erste und zugleich letzte Chance für den VfB, weil Dynamo förmlich explodiert. Plötzlich gelingt Tor um Tor. Angetrieben von der begeisterten Masse sind die Spieler wie entfesselt. Stefan Kutschke hat speziell dieses Spiel noch heute vor Augen. Du guckst die Leute an und alle schauen dir ins Gesicht vor Freude, egal wo du gerade hinguckst. Also, so viele Eindrücke kannst du so schnell gar nicht so wahrnehmen. Das geht in dir vorbei wie im Rausch, dass du denkst, was war denn jetzt eigentlich gerade? Und dann schon am Ende 5:0. Wenn es einen Mr. Dynamo gibt, dann ist es Ralf Minge. Von ein paar Unterbrechungen abgesehen war er 40 Jahre im Verein. Und das in den unterschiedlichsten Funktionen. Vom Spieler über den Trainer bis hin zum Funktionär. Minge galt immer als ehrliche Haut, einer, der alles gibt und Dynamo wirklich gelebt hat. Umso schmerzlicher der Abschied im Sommer 2020, als sich die Vereinsgremien nach dem Zweitliga-Abstieg für eine Neubesetzung der sportlichen Leitung entscheiden. Für viele noch immer unfassbar, Minge musste gehen. Die Leute, die mir wichtig waren, so, das ist auf der einen Seite die Jungs gewesen, die Mannschaft, die haben das, glaube ich, klar zum Ausdruck gebracht mit den Schienzirken, wo ich hier oben gestanden habe, die aktive Fanszene, auch jetzt noch, wenn ich angesprochen wäre, auch die Jungs von den Ultras, zu vielen ist der Kontakt nicht abgerissen, habe ich ein hohes Maß an Dankbarkeit gespürt. Die engsten Mitarbeiter, haben wir noch zwei kleine Veranstaltungen gemacht, ein Grillerchen und dann hier auch die letzte Trainingssession auf dem Platz. So, und da ist alles gut. Das sind die, die mir wichtig waren. So, und die auch, glaube ich, den Verein ausmachen. Minge und Dynamo, das gehörte bis zu diesem Tag zusammen. Keiner war so authentisch wie er. Der junge Minge ist vom großen Fußball weit entfernt. In Gröditz, in der Nähe von Riesa, geht er auf Torejagd.
Am liebsten gleich zweimal am Wochenende, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft. Minge hier mit Nummer 3 ist Fußballer aus Leidenschaft. Und weil er die Torjägerliste in Bezirksliga und in Bezirksklasse anführt, erhält er im Frühjahr 1980 eine Einladung zum Probetraining nach Dresden. Dynamo, Ziel aller Träume, auch für den Lehrling im Edelstahlwerk Freital. Ich habe ja nicht die großen Erwartungen damit verknüpft. Ich war stolz, dass es so ist. Ich bin dann in Freital-Heinsberg in die S-Bahn gestiegen mit meinem Rucksack und Fußballschuhen. Bin hierher gefahren und dann kam natürlich die Ehrfurcht. Ja, wenn man diesen Größen gegenüberstand und kleine Kicker vom Dorf. Doch dann kam so ein Punkt, wo ich gedacht habe, hast du nichts zu verlieren? Hau raus, was du drauf hast und dann gucken wir ganz einfach mal. In seinem ersten Oberliga-Einsatz erzielte der frühere Gröditzer Ralf Minge 5 Sekunden nach seiner Einwechslung das 0:1. Das Spiel in Böhlen, das hilft natürlich. Dann hat man ja erstmal schon mal dadurch ein kleines bisschen Kredit. Okay, den kannst du halt mal reinwerfen. Ja. Schon bald gehört der nimmermüde Kämpfer zum Stammpersonal. Insgesamt 11 Jahre lang wird er das Trikot der Schwarz-Gelben tragen. Zu den Höhepunkten seiner Karriere gehören die 3 Pokalendspiele gegen den BFC Dynamo. Das Finale von 1982 hat eine aus Dresdner Sicht tragische Vorgeschichte. Im Jahr zuvor waren gleich 3 Dynamo-Kicker, allesamt Nationalspieler, verhaftet worden. Der Vorwurf bei Gerd Weber: geplante Republikflucht. Peter Kotte und Matthias Müller wird die nicht erfolgte Meldung darüber zum Verhängnis. Minge weiß es noch wie heute. Das war der Wahnsinn. Ne? Also wir waren in der Tat alle geschockt. Es ist ja auch so, wir haben auch lange im Dunkeln getappt, welche Zusammenhänge jetzt wirklich da waren. Ne? Was ist wirklich passiert? Das war schon. Also damit umzugehen, war für den Moment total problematisch. Ja. Kein geringerer als Stasi-Boss Erich Mielke soll die Anweisung zur harten Bestrafung gegeben haben. Möglicherweise auch, um Dresden, den Konkurrenten im Meisterschaftskampf, nachhaltig zu schwächen. Alle 3, Peter Kotte, Gerd Weber und Matthias Müller, werden nie wieder für Dynamo spielen und erst nach der Wende offiziell rehabilitiert. Das Pokalfinale 1982 können die Dresdner für sich entscheiden. Der Finaltriumph gegen favorisierte Berliner gelingt im Elfmeterschießen. Torhüter Bernd Jakubowski und Hans-Uwe Pilz als letzter Schütze sind die Helden des Tages. Dabei ist das Fehlen der 3 auf Lebzeiten gesperrten Nationalspieler auf Dauer nicht zu kompensieren und hat Dynamo wirklich um Jahre zurückgeworfen. Doch für den Moment zählt nur der Pokalsieg in Berlin gegen den Erzrivalen. Die Pokalsiege, das war schon besonders, ne? Durch die Rivalität mit dem BFC und dieses in einem Spiel eine Saison korrigieren. Es waren ja alle besonders motiviert. Ja, auch die, die draußen gesessen haben. Also ich meine jetzt die Zuschauer, die Fans. Die Konstellation vom 82er Endspiel wird sich in den nächsten Jahren mehrfach wiederholen. Und so heißt es auch 3 Jahre später, Dynamo Dresden gegen den BFC. Ralf Minge wird in diesem Endspiel erfahren, wie weit der Arm des Systems selbst bei einem Live-Spiel reichen kann. Ihm gelingt in der zweiten Halbzeit. Dresden führt mit 2:1 das Tor zum vermeintlichen 3:1. Doch dem regulär erzielten Treffer wird die Anerkennung versagt. Man ist ja dort letztendlich ferngesteuert. Also das ist ja nichts über diese rationale Ebene. So schießt du ein Tor, was kein Abseits war. Es wird aber nicht anerkannt. Ja, dort haben sich ein paar Emotionen entladen. Und das eben auf die Art und Weise. Unmittelbar nach dem Pokalendspiel gibt es im Fußballverband eine Sondersitzung. Eine Analyse der Schiedsrichterleistung ergibt 17 Fehlentscheidungen, davon 14 zu Ungunsten der Dresdner. Festgehalten im Protokoll auch Minges nicht gegebenes Tor. In der Konsequenz wird Schiedsrichter Manfred Rosner für 1 Jahr gesperrt.
Und Ralf Minge? Wird noch im Finale für seinen von der Fehlentscheidung unbeirrten Einsatz belohnt. Diesmal zählt der Treffer und sein 3:1 ist nun wirklich die Vorentscheidung im Kampf um die Pokaltrophäe. Im Frühjahr 1989 hat Ralf Minge maßgeblichen Anteil an der erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte. Die Schwarz-Gelben schaffen zum ersten Mal den Einzug in ein europäisches Halbfinale. Und erringen Wochen später auch nach 10 Jahren Pause erstmals wieder die DDR-Meisterschaft. Minge, im Spätherbst seiner Karriere und schon von Verletzungen geplagt, trifft beim 4:0 gegen Viktoria Bukarest gleich zweimal. Es ist einer dieser magischen Dresdner Europapokalabende. Dynamo Dresden wird immer für mich persönlich, aber auch für die Gesellschaft eine besondere Bedeutung haben. Ganz einfach. Punkt. Auch die letzte Tat von Ralf Minge als Fußballer hat es noch einmal in sich. Im Mai 1991 trifft er kurz vor Spielende beim 1. FC Lok zum 2:1 Siegtreffer. Für die Schwarz-Gelben das Tor zur Bundesliga. Oh, das brennt, das brennt. Nach der Rückkehr aus Leipzig bekommt das Team von der Fanszene einen begeisterten Empfang bereitet. Allen voran Heiko Schurz. Der mittlerweile 56-Jährige gehört zu den Gesprächsgästen einer Jubiläumsveranstaltung 70 Jahre Dynamo im Dresdner Programmkino Schauburg. Der beruflich als Lehrer tätige Schurz erinnert sich gern an die guten alten Zeiten. Also der Kontakt zum Spieler, zur Mannschaft war sensationell eng. Die Spieler waren nie irgendwo abgehoben, die waren nie weit weg. Die kamen nach dem Spiel zum Feiern ins altehrwürdige Dynamo Casino. Die waren jeden Montag zur Disco und die waren greifbar. Und die haben auch gezeigt, dass sie auch normale Menschen sind und nicht hochgepushte Sportler im Hochglanzbereich, sondern dass das ein oder andere Bier auch geschmeckt hat. Dynamo Dresden in der Bundesliga von 1991 bis 1995. Das ist eine 4-jährige Achterbahnfahrt der Gefühle, auch oder gerade für die Anhänger. Heiko Schurz hat damals mit den Schwarz-Gelben viel erlebt. Sportlich wehren sich die Dresdner mit Leibeskräften. Nur so kann gleich dreimal in Folge der Klassenerhalt bejubelt werden. Aber auch für die Fans ist die Bundesliga ein großes Abenteuer mit ständig neuen Herausforderungen. Noch im Frühjahr 89 hättest du davon nie zu träumen gewagt. Und dann wurden diese Träume urplötzlich wahr. Es war eine sensationelle Zeit mit allem Positiven wie allem Negativen. Oft wird gesagt, wir waren jung und dumm und brauchten das Geld. Wir waren auch jung und sind einfach losgefahren. Überall hin, mit abenteuerlichen Fahrzeugen, ohne irgendwie Kommunikationsmittel zu haben. Es gab Kneipen, wo man sich getroffen hat und das war der Abfahrtsort oder das war der Treffpunkt. Handy und sowas gab es noch nie. Und das hat alles wunderbar funktioniert. Dynamos Zeit in der Bundesliga, heute ein fast vergessenes Kapitel. Dabei haben die René Beuchel, Detlef Schössler oder Matthias Mauksch unter gewiss nicht einfachen Bedingungen Großartiges geleistet. Höhepunkt: der erfolgreiche Kampf gegen den vom DFB verhängten Abzug von 4 Pluspunkten. Damit gilt Dynamo 1993/94 als das Überraschungsteam in der Bundesliga. Nur ein Jahr später wird das Team in die dritte Liga strafversetzt. Dieser Vorgang ist bis heute nicht repariert. Doch Heiko Schurz hat seinem Verein trotzdem immer die Treue gehalten. Was geht mir durch den Kopf, dass es nie jemand geschafft hat, mir die Liebe zum Verein zu nehmen. In guten wie in schlechten Zeiten. Dynamo ist für mich eine lebenslange Leidens-Herzensangelegenheit. Ein absoluter Höhepunkt in der Bundesliga-Zeit ist im Dezember 1993 das Viertelfinale im DFB-Pokal gegen die Topstars von Bayer Leverkusen. Pilz läuft an, er schießt, Tor! Tor! Das ist die Entscheidung! Auf Schneeboden kommt es zum Showdown hier im Stadion und im Elfmeterschießen, da bleibt einer richtig cool, Stanislav Tscherchesow.
Happal gegen Czerczesow, alles pfeift, Happal läuft an und er hält! Der Russe bleibt stehen wie Lenin auf dem roten Platz. Im Juli 2011 kommt es zur Neuauflage dieses Duells. Das Erstrundenlos beschert den Schwarz-Gelben erneut Bayer Leverkusen. Und speziell für einen Dynamo-Spieler geht damit ein großer Kindheitstraum in Erfüllung. Dresden erwartet den deutschen Vizemeister und Champions League-Teilnehmer Bayer Leverkusen. Robert Koch, im ostsächsischen Löbau geboren, kommt schon in frühen Kindertagen mit Dynamo in Verbindung. 1995 erlebt der kleine Robert gemeinsam mit seinem Bruder an der Rasenkante das bis heute letzte Bundesligaspiel in Dresden. Der Neunjährige träumt davon, irgendwann selbst einmal für Dynamo zu spielen. 16 Jahre später, im Juli 2011, wird Robert Koch maßgeblich dazu beitragen, dass die Erstrundenbegegnung im DFB-Pokal zwischen Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden und Bayer Leverkusen in die deutsche Pokalgeschichte eingehen wird. Leverkusen, der Vizemeister, der gerade Weltstar Michael Ballack verpflichtet hat, dominiert die ersten 45 Minuten nach Belieben. Und wirklich nichts deutet auf eine Sensation. Dynamo liegt zur Pause scheinbar aussichtslos zurück. Niemand glaubt an eine Wendung im Spiel. Ich habe rechtes Mittelfeld gespielt und du bist nie am Ball gekommen. Ich hatte einen Schuss. Und noch eine zweite Aktion, also war eigentlich gut drin, aber wir hatten halt gefühlt nie einen Ball. Du bist nur hinterhergerannt, jedes Mal, wenn du gedacht hast, jetzt kriegst du einen, war wieder einer schneller. Es stand 2-0, da hat geregnet, Mistwetter und wir saßen in der Halbzeit und gesagt, entweder jetzt nochmal die nächsten 10 Minuten, Viertelstunde Vollgas, vielleicht gelingt ja irgendwie ein Tor, aber wenn es dritte fällt, dann abschlachten lassen wir uns auch nicht. Dresden hofft und Ballack sieht, wie seine Teamkollegen Spiel und Gegner weiter im Griff haben. Gleich nach dem Seitenwechsel macht André Schürrle mit dem 3:0 für Leverkusen den Deckel drauf. Also ich habe selbst Freunde und Bekannte, die sagen, ich bin beim 3:0 los, weil mir war kalt, es hat geregnet, hier passiert eh nichts mehr. Ich saß drüben auf der Hombachtribüne mit einem Freund. Ach mir, jetzt kommt der Ballack noch rein, jetzt werden wir schon über die Bühne bringen. Dann kam er. Michael Ballack gemeinsam mit Kießling. Er jetzt auch Bayers Capitano. 28 Minuten auslaufen. Ich glaube, wir wollten gerade was zu trinken holen oder irgendwas war. Gehen runter, bumm, Tor. Ja, scheiße, komm. Setzen wir uns wieder hin, gucken wir mal ein bisschen weiter. So, na, und dann kam halt der Spielverlauf. Und da habe ich gesagt, diese Stimmung hier habe ich so noch nie erlebt. Nur mit einem halben Auge hatte Kutschke gesehen, wie Leverkusen nun mit Ballack den Ehrentreffer kassiert. Doch das Tor zum 1:3 ist mehr. Für Dynamo ist es der Weckruf. Die Schwarz-Gelben glauben plötzlich an sich und nehmen ihr Herz in beide Hände. Angetrieben vom Publikum beginnt das Spiel zu kippen. Koch, das 2:3. Nach dem Anschlusstreffer scheint für die Dresdner alles möglich. Sportlich und überhaupt. Wer sichert sich das Trikot mit der Nummer 13, die Trophäe des Tages? Und so wird Robert Koch bei Michael Ballack vorstellig. Im Spiel hatte ich ihn angesprochen und gesagt, du bist ja in Görlitz geboren und ich komme ja aus, von dort können wir das Trikot tauschen am Ende. Und da hat er schon gesagt, nee, ich habe es schon jemandem versprochen und hat abgewunken. Da habe ich gedacht, na gut, ist so. Jetzt mit Schwung. Sebastian Schuppan rannte die Linie. Rauf und runter. Wieder Fjell. Fort der Stürmer und dann Koch. Das 3:3. In 18 Minuten gleichen sie ein 0:3 aus. Robert Koch, geboren in Löbau, war früher Fan in diesem Block. Und Ballacks Auslaufen drohte zur Tragödie zu werden. Dynamo gegen Ballack. Was dann halt passiert ist, wird es nicht oft geben. Ist auch in die Geschichtsbücher des DFB-Pokals mit eingegangen. Ja, das ist halt dort ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie wichtig der Kopf beim Fußball eine Rolle spielt. Weil, dass die besseren Fußballer waren, braucht man nie reden. Sascha Pfeffer auf den eingewechselten Alexander Schnetzler. Sie sprangen auf. Lauf, lauf, lauf und schieß!
Dresden ein Tor für die Ewigkeit. Michael Ballack in dieser 117. Minute stand im Regen, Pitsche, Patsche, nass gemacht, wie ganz Bayern. Dynamo gelingt mit diesem grandiosen Comeback ein Eintrag ins Geschichtsbuch. Der 4:3-Erfolg gilt bis heute als eine der größten Sensationen im DFB-Pokal. So, wir stehen jetzt hier vor unserer Ehrenspielführergalerie in klein. Ihr habt sie ja vorhin schon rechts und links der Pressetribüne im Groß im Stadion drinnen gesehen. Bis auf Wolfgang Oesel sind es alles Nationalspieler für die DDR gewesen, haben allesamt für den Verein jahrelang Fußball gespielt und waren nach ihrer aktiven Laufbahn auch noch bei uns im Verein tätig. Das ist ein Kriterium, um Ehrenspielführer zu werden, dass du eigentlich fast dein ganzes Leben lang dem Verein gewidmet hast. Dresden im November 2003. 8 Jahre sind seit Dynamos Zwangsabstieg vergangen. Der Drittligist sendet an diesem Tag ein bemerkenswertes Zeichen. Weit über 30.000 und viele Weggefährten sind zum Abschiedsspiel von Ulf Kirsten gekommen und fühlen sich, wie der Hauptdarsteller des Abends, an alte Zeiten erinnert. Ich bin sogar froh, dass das alte Stadion noch stand. Weil das ist ja da, wo ich eigentlich auch groß geworden bin und wo ich immer spielen durfte. Und man hat das ja gesehen, das war ja wirklich im Nachhinein auch Europacup-Atmosphäre. Ich meine, die meisten werden sich erinnern, wenn Europacup war, da war ja 2 Stunden vorher das Stadion schon voll. Da gab es ja immer so eine Show vorher und da wurden Schauspieler eingeladen. Und diesmal war es ja genauso. Die Überraschung dann noch mit der Choreografie, das war natürlich gigantisch. Ulf Kirsten war 1979 aus Riesa zu Dynamo gekommen. 1990 der Wechsel nach Leverkusen. Kirstens Revier war der gegnerische Strafraum. Hier gibt es in seiner Zeit keinen besseren in der Bundesliga. Doch wo er herkam, hat er nie vergessen. In Dresden wurde er ausgebildet, hier reift er zum Star. Und trotzdem, Dynamo war und ist für ihn stets eine Herzensangelegenheit. Und so weiß der Europapokalheld der 80er Jahre auch um die Besonderheiten seines Vereins. Irgendjemand habe ich das mal gesagt, das wird vererbt von Generation zu Generation. Und wenn man sagen wir, die Anfangs 90er ein bisschen wegdenken muss, da gab es einen kleinen Kreis, der Dynamo hochgehalten hat. Aber wenn man das so sieht, das ist ja wirklich ein Verein, ein Traditionsverein, wo das wirklich fast schon vererbt wird, diese Leidenschaft. Da geht der Opa mit dem Vater, mit dem Sohn und Enkel dann ins Stadion. Und das ist Faszination. Und Grundstein haben eigentlich die 70er Jahre, die Spieler, die in den 70er Jahren das geleistet haben. Und das sollten alle, die dann nachfolgend gespielt haben, wir haben es vielleicht in den 80ern fortgeführt, aber sollten die meisten auch mal daran erinnert werden, dem Verein würde es sonst gar nicht gehen, wenn die Generation damals den Verein gar nicht dazu gemacht hat, was er jetzt ist. Der Name Kirsten ist bei den Schwarz-Gelben bis heute präsent. Das liegt aber nicht nur an Ulf, auch an seinem Sohn. Benny hat beim Abschiedsspiel im Habichstadion im November 2003 seinen ersten großen Auftritt. Kein Zufall. Kirsten Junior, Jahrgang 1987, bekam das Dynamo-Gen mit in die Wiege gelegt. Der Benny hatte das immer schon drin. Also Benny ist ja in Dresden geboren und war von Anfang an mit dem Stadion. Also, ich glaube, der war ein halbes Jahr. Die Spiele, meine Frau war immer mit Benny im Stadion, der hat da alles mitgenommen. Und ich kann mich auch erinnern, zum Teil habe ich das gar nicht gewusst, wo ich selber ja noch gespielt habe in Leverkusen. Da kam manchmal ein Dynamo-Bus, so ein kleiner VW-Bus oder wie auch immer, und hat einen Benny abgeholt. Und ich irgendwann mal gefragt, was macht der jetzt? So, der fährt jetzt zum Spiel von Dynamo auswärts. Ich sag mal, mit den Fans. Und dann habe ich natürlich immer die Jungs gesagt, ey, passt ja auf, dass da wieder heil wiederkommt. Und ja, das hat er schon aufgesogen, hat er schon genossen. Und er hat von Anfang an immer gesagt, er geht mal nach Dresden zurück. Gut 5 Jahre nach dem Karriereende von Ulf Kirsten tritt Benny als Fußballprofi ins Rampenlicht. Im Frühjahr 2009 geht auch für ihn ein Kindheitstraum in Erfüllung. In Düsseldorf hütet er gegen die Fortuna zum ersten Mal das Dynamo-Tor. Vater Kirsten scheint dabei deutlich aufgeregter als er selbst. Doch für den damals 21-Jährigen gibt es seit Jahren nur ein einziges Ziel. Torhüter von Dynamo Dresden, das war mein Ziel. Es war nie das Ziel, Nummer 1 in der Bundesliga zu werden. Es war nie das Ziel, Nummer 1 in der zweiten Liga zu werden. Ich wollte Nummer 1 bei Dynamo Dresden werden. Ich wollte der beste Torhüter werden in meiner Zeit. Das war mein Ziel.
Ja, andere haben Ziele, ich will Millionär werden, andere wollen gerne Nationalmannschaft spielen. Wenn ich die Wahl gehabt zwischen Nationalmannschaft und Dynamo Dresden, ich hätte Dynamo Dresden gewählt. Würde einer sagen, was ist das für eine kindische Denkweise? Aber aus meiner Sicht war es das Größte. Ich bin aus Leverkusen gekommen, ich habe meine Mutter, meinen Vater verlassen, meine Schwester verlassen. Ich habe hier kein großes Geld verdient, aber ich bin hier hingekommen mit einem Lachen im Gesicht und ich wusste, das ist der richtige Schritt, den du hier machen möchtest, machen musst. Und das ist das, was du als Kind einfach haben wolltest. Du wolltest für diesen Verein spielen. Mit Dynamo Dresden steigt Benny Kirsten 2011 in die zweite Liga auf. Für ihn der bis dahin größte Erfolg. Der Kirsten Katzengleich kommt heraus und fängt ihn ab. Sein Antrieb, er will als Torhüter und nicht nur als Sohn des einstigen Top-Torjägers wahrgenommen werden. Spätestens im Frühjahr 2013 ist er aus dem Schatten seines Vaters getreten. Benny hat die Saison seines Lebens gespielt, wird punktbester Zweitligaspieler und hat maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt von Dynamo. Trotzdem sieht er sich und andere in der Pflicht. Das hier ist das Resultat dessen, was in den ganzen Jahrzehnten entwickelt wurde. Wir haben die Verantwortung, ich jetzt als nicht mehr aktiver Spieler, aber genauso die Spieler, die hier aktiv sind, das zu ehren, das zu wertschätzen, was auf deren Rücken entstanden ist. Die Jungs, die in den 80ern, 70ern, 60ern, wie auch immer, das waren die Größten einer Ära. Das waren Leute, die sind durch die Stadt gegangen, da haben sich die Menschen umgedreht, da haben sich Menschen versammelt, um überhaupt in Kontakt mit den Spielern zu bekommen. Wir heute, wir schützen nur das Erbe von diesen Spielern. Aber wir können alle, Spieler, Trainer, Fans, Jugendabteilung, jeder lebt das Ganze auf seine Art und komplettiert. Dynamo ist, wenn es drauf ankommt, sind alle da. Und das sollte für Ewigkeiten in jedem Kopf verwurzelt sein. Sowohl Benny als auch Ulf Kirsten sind heute auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit Dynamo verbunden. Beide engagieren sich im Rahmen der Ulf-Kirsten-Stiftung für den Nachwuchs. Die Stiftung war mit dem Abschiedsspiel 2003 entstanden. Daneben gehört Benny, er musste seine Karriere verletzungsbedingt beenden, zum Torwart-Trainerteam der Dresdner Mannschaft. Und Vater Ulf ist nicht nur Ehrenspielführer. Seit März 2023 berät er den Vorstand in seinem Heimatverein in sportlichen Fragen. Ein Comeback nach über 30 Jahren und mit klaren Vorstellungen und Forderungen auch an die heutigen Dynamo-Profis. Du gehst in die dritte Liga und hast 30.000 Zuschauer. Es kommen nach Dortmund 8.000. Da musst du doch schon als Spieler mal hinterfragen, warum ist das so? Man hat ja den Fankontakt, die können ja auch vieles erklären. Also wenn du nicht ganz dämlich bist, würde ich mir da schon mal Gedanken machen, warum das so ist als Spieler. Also wenn ich hierher komme und sehe das, dann denke ich, das ist doch Wahnsinn. Und sagt, Mensch, geil, da will ich hin. Der Verein hat eine großartige Geschichte und da sollte man sich auch immer dran erinnern. Und Ulf Kirsten hat mit seinem Abschiedsspiel in Dresden Maßstäbe gesetzt. Seit 2013 gibt es die Ehrenspielführerwürde bei Dynamo, die der Verein an besonders herausragende schwarz-gelbe Sportpersönlichkeiten verleiht. Ulf Kirsten ist der jüngste Ehrenspielführer. Das wahrscheinlich prominenteste und erfolgreichste Dynamo-Vater-Sohn-Gespann sind Matthias und Klaus Sammer. Aber die genannten sind längst nicht die einzigen Familienbanden, die es hier in Dresden so gab. Kaum jemand ist mit der Dynamo-Historie so verbunden wie Steffen und Martin. Beide sind keine Fans im klassischen Sinne, also Autogrammjäger oder Trikotsammler etwa. Was sie verbindet, sind ihre berühmten Väter. Steffen Dörner ist der Sohn von Libero-Legende Hans-Jürgen Dixi Dörner, der vielleicht beste Fußballer, der je für Dynamo gespielt hat. Ganz ähnlich verhält es sich bei Martin Häfner. Auch sein Vater war Vorbild und Idol. Die Rede ist von Reinhard Häfner, Mittelfeldflitzer, Edeltechniker und auch Dynamo-Spielführer. Auf jeden Fall war ein Leitbild. Ich habe immer zu ihm heraufgeschaut. Er konnte mit allen Menschen sehr gut umgehen.
Er war ein sehr offener Mensch, sehr großzügig und bodenständig. Und als Fußballer begnadeter Techniker, sehr schnell. Er hat viele Tore vorbereitet. Reinhard Häfner absolviert für Dynamo in 17 Jahren sagenhafte 547 Pflichtspiele. Übertroffen wird er nur von einem Spieler. Dixi Dörner ist in 18 Jahren sogar 558 Mal für Dresdens erste Mannschaft am Ball. Das ist Vereinsrekord vermutlich für immer. Keiner spielte so elegant wie er und mit solch einer Übersicht. Dixi Dörner, ein wahrer Fußballkünstler. Ja, dieser Freigeist, der er damals schon war, ne? Also dieses Unbekümmerte, weil er eben wusste, dass der Ball ihm gehorcht. Das war faszinierend. Ich denke mal, die 90 Minuten war wie Kopf ausschalten. Das war sein Wohnzimmer hier. Er musste sich nicht Gedanken machen über irgendwelche technischen Fehler. Die waren einfach nicht da. Das war sein Leben. Also mehr gab es nicht. Also außer Familie natürlich. Aber der Verein und, sag ich mal, mein Vater, die waren eins. Ich meine, der ist mit 16 hierher gekommen. Die Söhne der großen Dynamo-Idole bekommen schon in frühesten Kindertagen mit, welcher Rolle ihre Väter in Dresden spielen. Im Frühjahr 1985 bestreitet Dixi Dörner sein 100. Länderspiel. Der damals vierjährige Steffen ist natürlich mit am Ball, als aus diesem Anlass der prominente Libero vom DDR-Fernsehen in einem Porträt gewürdigt wird. 1988 hat der damals siebenjährige Martin Häfner seinen bislang größten Auftritt. Beim Abschiedsspiel von Reinhard Häfner war er für seinen Vater eingewechselt worden und darf sogar ein Tor schießen. Das erste Abschiedsspiel überhaupt, was in der DDR stattgefunden hat. Und ja, ich kann mich da entsinnen, da eben eingewechselt worden zu sein. Für ihn, er hatte mir da auch, glaube ich, ein paar Schuhe besorgt von Diego Maradona. Und ich durfte dann eben den Anstoß machen an den Spielern da vorbei und eben da das Tor schießen. Und als dann das ganze Stadion über 30.000 gejubelt haben, da habe ich das so ein bisschen mitbekommen, die Anerkennung von meinem Vater für seine Leistung, die er da gebracht hat über die vielen Jahre. 1990 holt Dynamo unter Cheftrainer Reinhard Häfner die bis heute letzten Titel. Dresden wird noch einmal DDR-Meister und auch noch einmal DDR-Pokalsieger. Doch die besten Spieler wie Kirsten oder Sammer sind nicht mehr zu halten. Sie wechseln in die Bundesliga. In Dresden beginnt jetzt eine Zeit, wo das von Dörner, Häfner oder anderen Spielern Geleistete nicht angemessen oder gar nicht gewürdigt wird. Im Verein haben oft Zugereiste das Sagen. Der Rat der alten Dynamos scheint lange Zeit überhaupt nicht mehr gefragt. Das hat ihn getroffen. Also er hat das nie gezeigt, also Familie ja, aber da war er schon sehr enttäuscht, weil er, sag mal, dem Verein ja nie was getan hatte. Letzten Endes ist ja vom Verein aus da auch wenig passiert, um ihn am Ende mit zu integrieren in den Verein. Das haben sie dann in den letzten Jahren wirklich gut gemacht und auch wirklich sich entschuldigt und revidiert. Aber das war eine Phase, die hat ihm bestimmt sehr, sehr wehgetan. Das hat man aber gemerkt. Im Frühjahr 1991 verfolgt Martin Häfner, wie sein Vater das Dynamo-Team als Cheftrainer in die Bundesliga führt. Und das trotz der Abgänge von gleich 5 Nationalspielern. Wenige Tage nach der erfolgreichen Qualifikation wird das Trainerteam Häfner-Schade überraschend gefeuert. Natürlich hat das auch meinem Vati damals nach dem Aufstieg als Trainer in die Bundesliga das Herz gebrochen, diese Entlassung, na, von der er vielleicht nie richtig erholen konnte. Trotzdem ist ja eben das Besondere hier im Stadion, das ist schon immer erste Klasse. Dieser Geist von der Geschichte, die hier wirklich da ist, ne, von den großen Zeiten. 2013 wird Martins Vater zum Ehrenspielführer von Dynamo Dresden ernannt. Für den langjährigen Mittelfeldspieler kam diese Auszeichnung spät, aber nicht zu spät. Im Oktober 2016 ist Reinhard Häfner im Alter von 64 Jahren verstorben.
Auch Dixi Dörner war 2013 zum Dynamo-Ehrenspielführer ernannt worden. Zudem trägt eine Tribüne im Harbi-Stadion seit 2021 seinen Namen. Dresdens Libero-Legende verstarb nur ein Jahr später, im Januar 2022, im Alter von 69 Jahren. Für die Söhne der beiden Ausnahmefußballer geht es um mehr als nur um das Andenken an ihre berühmten Väter. Steffen Dörner und Martin Häfner sehen es auch als eine Art Verpflichtung, diese ganz besondere Dynamo-Prägung nicht nur zu einem Jubiläum oder zu Jahrestagen fortleben zu lassen. Ich denke schon, dass Leute wissen, was es bedeutet, diese Trikots anzuziehen. Vielleicht klinge ich etwas altmodisch, aber ich bin wirklich dafür, dass man vielleicht nochmal das ändert, dass man die Nummerierung der Trikots, dass man das nochmal von 1 bis 11 ändert, als wenn jemand mit einer 56 spielt oder so. Ne? Die 3, ich ziehe heute die 3 an, da muss man schon im Vorfeld wissen, okay, hier kommt niemand an unserer Abwehr vorbei. Ne? Oder die 6 im Mittelfeld oder vorne die 10, Minge, ne? 9, Kürsten. Da muss ich sagen, das würde ich mir wünschen. Also Traditionspflege mit direktem und dauerhaftem Bezug zur heutigen Spielergeneration. Im Verein war das in der Nachwendezeit nicht immer so. Und auch heute leben es in erster Linie die Anhänger der Schwarz-Gelben vor. Das Dresdner Filmtheater Schauburg ist am 12. April 1953 die Kulisse der Dynamo-Geburtsstunde. Hans-Jürgen Kreische hat an dieser offiziellen Darstellung ganz erhebliche Zweifel. In seiner Diplomarbeit hatte er sich 1980 mit der Geschichte der SG Dynamo Dresden beschäftigt und festgestellt, dass sich am vermeintlichen Gründungsdatum außer dem Vereinsnamen nichts geändert hatte. Mannschaft, Spielbetrieb, Stadion, Anhänger und auch Erfolge wie der Pokalsieg 1952, alles war schon da. Allerdings unter einem anderen Namen. Seit 1950 hat es praktisch eine Mannschaft gegeben, die sich zu der Zeit SVDVB genannt hat, also Sportvereinigung Deutsche Volkspolizei. Und diese Mannschaft hat dann im Laufe der Zeit bis zum jetzt genannten Gründungstag schon einen Titel errungen, hat super Fußball gespielt, wurde von der Dresdner Bevölkerung angenommen und wurde dann eigentlich nur umbenannt in den Namen Dynamo. Für Kreische ist die Geschichte der als Gründung getarnten Umbenennung ein Krimi, der auch viel mit der eigenen Vergangenheit zu tun hat. Sein Vater Hans Kreische gehört zur Mannschaft von DSC-Nachfolger Dresden-Friedrichstadt um den späteren Bundestrainer Helmut Schön. Im April 1950 gerät das Meisterschaftsfinale gegen die Betriebssportgemeinschaft Horch-Zwickau unter Anwesenheit von SED-Parteichef Walter Ulbricht zum Skandal. Dresden verliert zu Hause mit 1:5. Es kommt zu Ausschreitungen. Die Spieler fühlen sich betrogen und flüchten daraufhin nach West-Berlin. Vater Kreische holt Frau und Klein Hansi umgehend nach. In der DDR-Öffentlichkeit wird der Abgang der Mannschaft verschwiegen. Erst als die neue Saison heranrückt und das Fehlen einer kompletten Mannschaft nicht mehr zu verschweigen ist, wird gehandelt. Der Chef der Volkspolizei gibt im Juni 1950 den Befehl zum unverzüglichen Aufstellen einer neuen Fußballmannschaft in Dresden. Dresden hatte eine sehr, sehr gute Fußballmannschaft verloren. Und aus den verschiedenen Inspektionen der Volkspolizei hat man kurzfristig einen Lehrgang einberufen, wo man geeignete Fußballspieler nach Dresden beordert hat und hier ganz schnell eine Mannschaft gebildet wurde, die konkurrenzfähig war. Die neue Mannschaft wird am 14. Juli 1950 zum ersten Mal erwähnt. Wochen später startet das Team der Volkspolizei Dresden in der Oberliga und belegt im ersten Spieljahr auf Anhieb Platz 4. 2 Jahre nach dem Aufstellen der VP-Mannschaft kommt Erich Mielke ins Spiel. Der spätere Minister für Staatssicherheit meldet im Juli 1952 seine eigene Sportvereinigung unter dem Namen SV Dynamo an. Was zu diesem Zeitpunkt fehlt, sind Sportler.
Das einzige Dynamo-Mitglied ist Mielke selbst. Sein Vorbild? Die Sportvereinigung der sowjetischen Geheimpolizei. Der Name Dynamo, wo der herkommt, das muss man auch wissen, der kommt aus dem Sowjetischen. Die Tschechisten, nicht Volkspolizisten, sondern Tschechisten in der Sowjetunion, wurde also als Vorbild genommen. Im Herbst 1952 setzt Mielke den zweiten Teil seines Plans um. Seine SV Dynamo übernimmt klammheimlich die rund 80.000 Mitglieder starke SV Volkspolizei. Erich Mielke ist damit einer der mächtigsten Männer im DDR-Sport. Um den Vorgang offiziell zu machen, werden Gründungsveranstaltungen inszeniert. Sie finden Ende März 1953 in Berlin und zwei Wochen später in Dresden statt, die vermeintliche Gründung der SG Dynamo Dresden. Im Frühjahr 1954 kehrt die Familie Kreischer aus dem Westen an die Elbe zurück. Vater Hans spielt nun für Dynamo und meldet 1957 auch Hansi im Verein an. Seine lange und enge Verbundenheit mit Dynamo erlauben Hans-Jürgen Kreische tiefe Einblicke in die Vereinsgeschichte, auch in Sachen Gründungsdatum. Ich würde davon ausgehen, die Mannschaft hat 1950 das erste Spiel bestritten. Und das ist für mich der entscheidende Tag, dass man dort, sagen wir mal, das zumindest mit erwähnt, wenn man schon bei 53 bleibt. Was machen wir denn jetzt mit diesem Geburtstag? Nebenbei bemerkt, für die Diplomarbeit gab es übrigens Note sehr gut. Glückwunsch nochmal an dieser Stelle nachträglich. Jedenfalls nennt Hans-Jürgen Kreische hier drin den 2. September 1950 als mögliches Gründungsdatum, denn da fand das erste Spiel der Dresdner VP-Mannschaft statt. Damit liegt also nochmal eine neue Währung als Geburtstag auf dem Tisch und Dynamo könnte in nur 2,5 Jahren schon den nächsten großen Geburtstag feiern. 2 Jubiläen in so kurzer Zeit, das schaffen auch nicht viele. Auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich hier in Dresden noch mal beschäftigen sollte. Und wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit den 60er Jahren. Da ging es hoch und runter, immer hin und her zwischen erster und zweiter Liga. Aber den Verantwortlichen, denen war das nicht genug. Dresden in den 60er Jahren, eine Stadt im Aufbruch. Noch hat der Bau von Wohnungen Vorrang. Die Wiederherstellung der historischen Substanz muss warten. 20 Jahre nach Kriegsende gleicht das Dresdner Zentrum einer riesigen Brachlandschaft. Aber auch hier laufen die Planungen. Die Prager Straße soll mit einem anderen Gesicht völlig neu entstehen. Ähnlich die Lage im Fußball. Zwar hat Dynamo nach der Zwangsumsiedlung der 53er Meisterelf nach Ost-Berlin die Rückkehr in die Oberliga geschafft, doch die Anhänger bekommen Magerkost. Das wollen die Verantwortlichen ändern. Und so sollen die beiden Dresdner Oberligamannschaften Dynamo und SC Einheit 1966 zu einem zivilen Club fusionieren. Die namentliche Besetzung steht schon fest, vom Vorstand bis zum Nachwuchstrainer. Nur der Name ist noch offen. Gehandelt werden Sportvereinigung, Spielvereinigung oder Fußballvereinigung Dynamo. Das formulierte Ziel erscheint ambitioniert. Der Aufbau einer Fußballmannschaft mit europäischem Spitzenniveau. Kein anderer als Erich Mielke beendet die Fusionspläne mit einem Federstrich und lässt hinzufügen, muss Dynamo Dresden bleiben. Immerhin ringt die Dresdner Dynamo-Leitung dem Stasi-Boss eine gewisse Eigenständigkeit ab, sprich die Talente aus dem eigenen Nachwuchs sollen nun an der Elbe bleiben. Dennoch erlebt Hans-Jürgen Kreische im Juni 68 eine ganz bittere Stunde. Der 20-Jährige, gerade in die Nationalmannschaft berufen, steigt mit Dynamo ab. Dynamo Dresden war mehr oder weniger eine Fahrstuhlmannschaft. Bedeutet, dass man aufgestiegen ist, wieder abgestiegen, bis ins Jahr 1967, 68, wo der letzte Abstieg stattgefunden hat und dann man endlich aufgewacht ist hier und Dynamo Dresden zum Leistungsschwerpunkt ernannt hat im Bezirk Dresden. Kreische und Co. sprechen noch heute vom wichtigsten Abstieg aller Zeiten. Denn ab 1968 landen alle Talente aus dem Bezirk Dresden wirklich bei Dynamo.
Unter Trainer Kurt Kresse gelingt der verjüngten Mannschaft mittendrin der erst 18-jährige Dixi Dörner der sofortige Wiederaufstieg. Optisches Symbol ist die Spielkleidung. Dynamo läuft nun in den Stadtfarben auf, in Schwarz-Gelb. Für die Oberliga wird ein neuer Coach gesucht und mit Walter Fritsch gefunden. Er sorgt für Disziplin und die nötige konditionelle Grundlage für sein Spielsystem. Der technisch anspruchsvolle Tempofußball bekommt schnell einen passenden Namen: Dresdner Kreisel. Und so entpuppt sich die Verpflichtung von Fritsch als das fehlende Puzzleteil für eine unglaubliche Initialzündung. Dynamo marschiert innerhalb von 2 Jahren an die Spitze im DDR-Fußball und wird auf internationalem Parkett zu einer beachteten Größe. Partizan Belgrad, Leeds United und Ajax Amsterdam sind die ersten Gegner in den Jahren unter Walter Fritsch. Der Trainer wird ob seiner Strenge auch der kleine General genannt. Leider, und das ist das, sagen wir mal, Haar in der Suppe oder besser gesagt, das, was mich heute noch beschäftigt, dass wir international keinen Titel gewonnen haben mit dieser sehr, sehr guten Mannschaft. Insgesamt 98 Mal spielt Dynamo im Europapokal, so oft wie keine andere DDR-Clubmannschaft. Doch im Gegensatz zu Lok Leipzig, Carl Zeiss Jena oder Magdeburg bleibt der Traum vom Endspiel auf europäischer Ebene unerfüllt. Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei die Saison 73-74 ein. Dresden muss gleich zum Auftakt gegen den italienischen Landesmeister ran. Der damals 18-jährige Hartmut Schade gibt sein Debüt und bedauert noch heute, dass es von dieser denkwürdigen Partie gegen Juventus Turin weder Fernsehbilder noch Filmaufzeichnungen gibt. Dafür ist die damalige Spielvorbereitung des Trainers im Original erhalten geblieben. Das beste Spiel, was wir jemals gespielt haben. Da hat eigentlich alles funktioniert. Wir haben hinten gestanden, wir haben im Mittelfeld super Kombinationen durchgeführt. Wir haben Abschlüsse gehabt und das gegen eine Spitzenmannschaft des europäischen Fußballs. Juve, nahezu identisch mit der italienischen Nationalmannschaft, verschlägt es im Dresdner Angriffswirbel wahrlich den Atem. Kreische hat zum 1:0 für Dynamo getroffen. Dann gelingt Hartmut Schade, dem Youngster, noch vor der Pause das 2:0. Der verdiente Lohn: Schade hat nun einen Stammplatz bei Dynamo und bekommt von Kapitän Kreische das Du angeboten. Zu der damaligen Zeit habe ich noch Sie gesagt. So war das, die Hierarchie war so, aber die älteren Spieler haben dann mich eingeladen nach einer gewissen Zeit und haben bei einem Bier gesagt, so, jetzt darfst du sagen. Unter Trainer Walter Fritsch schaffen immer wieder junge Talente den Sprung in die Dynamo-Stammelf. Für Hartmut Schade zugleich das Sprungbrett in die Nationalmannschaft. Mit 21 wird er mit der DDR-Auswahl in Montreal Olympiasieger und gehört heute zu den Ehrenspielführern im Verein. Eine Woche nach dem grandiosen 2:0-Erfolg gegen Juventus steht Dresden unter Schock. Torjäger Kreische, gerade zum DDR-Fußballer des Jahres gewählt und zuletzt in der Form seines Lebens, ist beim WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien schwer verletzt worden und fällt monatelang aus. So muss Dynamo beim Rückspiel gegen Juventus neben Dixi Dörner auch auf Hansi Kreische verzichten. Turin mit 65.000 Tifosi im Rücken legt ein Höllentempo vor. Der Vorjahresfinalist will Dynamo mit wütenden Angriffen beeindrucken. Das Tor von Horst Rau zum zwischenzeitlichen 1:1 Ausgleich lässt die Dresdner nur kurz durchatmen. Juventus marschiert weiter nach vorn. Beim 3:1 steht das Duell auf der Kippe. Da gelingt den Dresdnern mit einem perfekten Spielzug das wichtige Tor. Rainer Sachse zum 2:3, die Sensation perfekt. Juve raus, Dynamo eine Runde weiter. Ausnahmezustand im fußballverrückten Dresden im Herbst 73. Das erste deutsch-deutsche Duell im Europapokal überhaupt. Dynamo meldet vor dem Bayern-Spiel
ausverkauft. Erst viel später soll die Öffentlichkeit erfahren, dass auf der Geschäftsstelle unglaubliche 300.000 Kartenwünsche eingegangen waren. Grund dafür neben der politischen Brisanz auch der couragierte Auftritt zwei Wochen zuvor in München. Durch dieses Tor von Gerd Heidler führen die Dresdner bei den Bayern zur Pause mit 3:2 und niemand redet da über den Ausfall von Kreische. Doch die Dresdner bekommen den Vorsprung nicht über die Zeit, weil Abwehrchef Klaus Sammer nur auf der Bank sitzt und dort sitzen bleiben muss. Mit einem Kraftakt drehen die Münchner das Spiel. Gerd Müller macht es 4:3. Glückliche Bayern sind nun vor starken Dynamos gewarnt. Das Rückspiel in Dresden erlebt einen ähnlich dramatischen Spielverlauf. Immer noch ohne Kreische geraten die Schwarz-Gelben schnell in Rückstand. Das Duell Uli Hoeneß gegen Ede Geier wird Zeitgeschichte. Dynamo kommt nach dem 0:2 wieder zurück und führt plötzlich wie in München mit 3:2. Zu diesem Zeitpunkt wären die Dresdner eine Runde weiter. Das Publikum tobt vor Begeisterung, doch erneut macht Gerd Müller den Unterschied. Sein Treffer zum 3:3 besiegelt Dresdens aus nach toller Aufholjagd und großem Kampf. Also bei uns ging es immer nach vorn, egal wo, ob zu Hause oder auswärts. Gut, das hat uns natürlich auch ausgemacht, ne? Das war der Kreisel in den 70er Jahren. Vielleicht hat man einen Fehler gemacht, dass der Trainer dann eben nie umschalten konnte. Dass wir es nicht geschafft haben, das war aber nicht die Ursache, weil Kreische nicht gespielt hat, sondern weil dort der Walter Fritsch sich total vertan hatte in der Aufstellung. Dieses Duo Dörner-Sammer auseinanderzureißen, gerade auch in solchen Spielen, dort den Ede Geier hinzustellen gegen Hoeneß, der sau schnell war, viermal davongerannt ist, zwei Tore gemacht hat. Also das war schon irgendwo ein überragendes Spiel. Leider aber, was das Abwehrspiel betraf, das war eine Katastrophe. Für Dynamo bleibt der Europapokaltriumph ein Traum. Auch weil es zwischen dem Cheftrainer und seinem wichtigsten Spieler einfach nicht passt. Walter Fritsch will aus Hans-Jürgen Kreische einen europäischen Topspieler formen. Doch der darf dabei keinesfalls zum Star werden. Ein Widerspruch. Kreische schießt in gut 500 Spielen für Dynamo sagenhafte 338 Tore. 1977 beendet er frustriert und viel zu früh seine Karriere. Im Sommer 78 muss auch Walter Fritsch bei Dynamo gehen. Hauptgrund ist sein fehlendes Trainerdiplom. Der kleine General wird in Dresden noch immer sehr verehrt. Als Meistercoach und Trainer der erfolgreichsten Ära der Dynamo-Historie. Seine Attribute gehören heute zu den Leitsätzen im Verein. Dynamo Dresden ist in Liga 2. Der Profifußball zurück in Dresden. Auf einmal warst du zweite Bundesliga. Hätte ich mir nie erträumen können, dass das so weit mal nach oben geht. Weil das ging ja alles Jahr für Jahr immer mehr nach oben. Ich kam aus der Oberliga, dritte Liga war ja schon, dass du gegen Spieler gespielt hast, gegen Mannschaften, die du aus dem Fernsehen kennst. Osnabrück im Mai 2011. Der überraschende Karrierehöhepunkt für Robert Koch. Der Dynamo-Aufstiegsheld hatte erst 2 Jahre zuvor seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Da ist er aber schon 23. Bis dahin geht er unterklassig auf Torejagd für Meuselwitz, Neugersdorf oder den FV Dresden-Nord. Den Schwarz-Gelben drückt er als Fan die Daumen, so auch im Jahr 2002 beim Oberliga-Finale gegen Hoyerswerda in Eisenhüttenstadt. Dynamo war bis in die vierte Liga abgestürzt. Unter Christoph Franke geht es erstmals seit dem Zwangsabstieg wieder ein Stück bergauf. Nach dem Aufstieg in die Regionalliga folgt, damals gab es noch keine dritte Liga, der Aufstieg in die zweite Liga. Und man kann sich's gut vorstellen, am liebsten wollten alle Dresdnerinnen und Dresdner mitfeiern. Über 35.000 waren bei der Party auf dem Altmarkt dabei. Aber nach der Party kam ziemlich schnell
die Ernüchterung. Denn Dresden konnte sich in der zweiten Liga nicht etablieren. Nach 2 Jahren sind die Schwarz-Gelben wieder abgestiegen. Immer wieder versuchte Dresden zurückzukehren in den bezahlten Fußball. Spieler, Trainer kommen und gehen, aber der Erfolg, der kommt nicht. Der wichtigste Neuzugang in dieser Zeit ist aus Beton. In knapp 2-jähriger Bauzeit entsteht das neue Rudolf-Harbig-Stadion. Das alte, nichts anderes als eine Bruchbude, wird bei laufendem Spielbetrieb abgerissen. An gleicher Stelle entsteht Schritt für Schritt ein moderner Fußballtempel für 32.000 Besucher. Ausverkauft heißt es beim Einweihungsspiel im September 2009 gegen Schalke 04. Auf dem Rasen ist auch Robert Koch dabei. Wochen zuvor war er von Ralf Minge verpflichtet worden. Nun lebt er seinen Traum. Erstmal war es ja sowieso der Jugendverein, in dem man als Kind schon im Stadion gewesen ist mit Eltern und Geschwistern. Und dann dieses D sozusagen auf der Brust zu haben, Trainingsanzüge zu bekommen, einfach dabei zu sein, war natürlich ein Riesenschritt, dass man jetzt das geschafft hat. Oder zumindest erstmal den nächsten Step in seiner Karriere gemacht hat. Im Frühjahr 2010 schafft Robert Koch den Durchbruch. Es beginnt mit dieser Einwechslung in Braunschweig. Kurze Zeit später gelingt ihm der Siegtreffer. Sein erstes Tor für Dynamo. Mit Trainer Matthias Mauch hat er oft genug Sonderschichten geschoben. Und der Coach schenkt ihm auch im folgenden Heimspiel das Vertrauen. Gegen die zweite von Werder Bremen trifft Robert Koch erneut. Und wieder ist er der Siegtorschütze. Damit gehört er nun zum Stammpersonal bei den Schwarz-Gelben. Ich muss halt auch sagen, ich hatte auch in gewissen Spielen halt auch das nötige Spielglück. Ob man es mit sich erarbeitet vorher oder nicht, sagt man ja immer so. Aber mein erster Startelf-Einsatz macht das entscheidende 1-0 und wir gewinnen. Und dann bist du halt drin. Ungewöhnlich ist nicht nur Robert Kochs Werdegang, auch der von ihm entrichtete Mietzuschuss. Nach seinem Wechsel zu Dynamo war er mit seinem Bruder auf einen Bauernhof in die Nähe von Dresden gezogen. In erster Linie, um Fahrtkosten zu sparen. Als Ausgleich für Kost und Logis mistet der Fußballprofi den Stall aus. Im April 2011 wird bei Dynamo mal wieder der Trainer gewechselt. Damit will die Vereinsführung den Trend der von Spiel zu Spiel schwindenden Aufstiegshoffnungen umkehren. Und so folgt Ralf Lohse auf Matthias Mauch. Mit dem Ergebnis von 5 Dynamo-Siegen in Folge, dem Erreichen der Relegation und dort der Sieg gegen Osnabrück. Dynamo mit Ralf Lohse zurück in der zweiten Liga. Die Grundlage dafür aber war die Arbeit von Matthias Mauch. Wir wissen selber, dass in der dritten Liga viele Spiele gespielt werden müssen und dass die Qualität annähernd gleich ist, dass jeder jeden schlagen kann und dass dann die Physis am Ende auch mit entscheidend ist. Und er war kein Schleifer, aber er hatte halt Trainingsmethoden, die schon härter waren als bei anderen Trainern. Aber für uns als Mannschaft war es halt Gold wert, weil wir dann auch gerade aufgrund diesem Schlusssport ja gesehen haben, dass wir anderen Mannschaften dann überlegen waren. Und ich denke auch in der Relegation, dass man das gesehen hat, dass wir physisch einfach stärker waren. Hinten bietet sich Koch an. Şahin auf Koch. Das Tor! Die zweite Liga für Dynamo Dresden. Jetzt ist es sicher. Jetzt gibt's kein Halten mehr. Dynamo Dresden steigt auf in Liga 2. Vom Fan zum Dynamo-Aufstiegshelden. So hat auch Robert Koch ein ganz eigenes Kapitel in Schwarz-Gelb. Doch zu einer Vereinsgeschichte gehören nicht nur große Siege und Triumphe. Das Team von Dynamo Dresden hat äußerst bittere Niederlagen hinnehmen müssen. Allein das Stichwort Uerdingen genügt und alle Beteiligten haben noch heute ein Unwohlsein in der Magengegend. Dabei sieht es im Rückspiel zunächst nach einem sicheren Erfolg der Dresdner aus, nach einer 3:1 Halbzeitführung und einem 2:0 Hinspielerfolg. Nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Torhüter Bernd Jakubowski aber hagelt es 6 Gegentore in einer halben Stunde. 3:7 heißt es am Ende, bis heute unerklärlich. Uerdingen wird viele Jahre später sogar zum Jahrhundertspiel gewählt.
Eine schwarze Stunde auch der Spielabbruch im 98. und letzten Europapokalspiel der Dresdner im März 1991. Gegen Roter Stern Belgrad nimmt die so große Dynamo-Historie ein unrühmliches Ende. Bis heute hat ein Teil der Fans immer wieder für ein anderes Dynamo-Bild in der Öffentlichkeit gesorgt. So bekommt die unglaubliche Begeisterung für die Schwarz-Gelben viel zu oft einen bitteren Beigeschmack. Ein Thema hat den Verein in den vergangenen Jahren immer wieder zusammenrücken lassen. Zum Jubiläum im April 2023 gehört auch, dass einige der prominentesten Spieler das nicht mehr miterleben können. Von der Pokalsiegerelf von 1985 sind 4 leider nicht mehr da. Dixi Dörner, Bernd Jakubowski, Reinhard Häfner und Jörg Stübner. Sie alle starben viel zu früh. Der Jüngste aus diesem Quartett, Jörg Stübner, hatte ein besonderes Markenzeichen. Er war schon eine Art Trendsetter damals, Anfang der 80er Jahre, mit seiner Popperlocke. Die machte er in der DDR salonfähig, diese Frisur. Und außerdem trug Stübs noch einen Spitznamen, nämlich der Rasenmäher, weil er einfach keinen Grashalm ausließ und seine Gegner zur Verzweiflung brachte. Sauber. Berlin im Juni 1985. Die Dresdner Spieler feiern den gerade errungenen Pokaltriumph über den Erzrivalen, den BFC Dynamo. Jörg Stübner, Ulf Kirsten, ja, das waren Originale. Also die hatten nicht den Respekt oder Angst, oder wie ich am ersten Trainingstag hatte. Diese Jungs, die hier sind ja groß geworden mit einem enormen Selbstvertrauen. Die haben mit 17 erste Liga gespielt. Die haben eine Entwicklung genommen im Schweinsgalopp hier und den Verein auch verkörpert. Das waren Kinder des Vereins, die nahtlos den Übergang geschafft haben, die Nationalspieler geworden sind. Das ist eigentlich die Philosophie gewesen des Vereins. Eigengewächse aus der Region groß zu ziehen, die in der ersten Mannschaft abliefern, das ist der Verein gewesen. Jörg Stübner im Spätsommer 2010. Seit dem Pokalsieg von 1985 sind 25 Jahre vergangen. Hilt und ein Tor von Stübner. Ein satter Schuss. Ja, der Stübs hat auf dem Platz auch sich zerrissen, hat ja auch alles gemacht. Ich konnte ja mit ihm in der Jugend schon spielen. Wir haben ja fast alles Gleichschritt gemacht. Ich bin ein Jahr später zwar gekommen, aber haben dort gespielt, sind dann auch immer peu à peu nach oben. Er hat sich sofort durchgesetzt in der ersten Mannschaft und hat ja dann jeden großen Spieler zerrissen, weil er halt ein Spieler war, der unheimlich laufintensiv war, zweikampfstark war. Wenn ich denke jetzt immer an das Frankreich-Spiel, wo ja Platini keine Chance gelassen hat, Ticana, Chires, wie sie alle waren, die haben jetzt noch blaue Flecken. Aber außerhalb vom Platz war er eigentlich ruhig, schüchtern und zurückhaltend. Ich war zweimal Pokalsieger mit Klaas Sauer, zweimal Tor geschossen im Endspiel. War schon klasse. Hat Spaß gemacht, ja. Wieder mit Dresden. Das war mein Leben, ja. Es hat Spaß gemacht, wirklich. Im Spätsommer 2010 gilt der einstige Popstar des DDR-Fußballs als verschollen. Stübners letzter öffentlicher Auftritt liegt mittlerweile 7 Jahre zurück. Beim Abschiedsspiel von Ulf Kirsten war er plötzlich aufgetaucht und danach ebenso plötzlich wieder verschwunden. Selbst seine früheren Mitspieler rätseln. Dabei lebt Jörg Stübner nach wie vor mitten in Dresden, aber völlig zurückgezogen als Sozialfall. Ich bin erschrocken, ja, damals, wo es so weit gewesen war. Ich habe bis Anfang 2000 praktisch von meinen Ersparnissen gelebt, die ich mir zurückgelegt habe, auch zu DDR-Zeiten noch. Wurden ja damals umgetauscht, 1-2, ging alles halbiert. Aber ich konnte noch relativ gut leben, in den 90er Jahren. Aber dann 2000 habe ich mich arbeitslos gemeldet, musste mich arbeitslos melden, sonst wäre alles im Bach runtergegangen, noch mehr. Gegensätzlicher konnten die Karrieren nicht verlaufen. Und dabei hatten sie doch bis zur Wende alle Stationen Seite an Seite gemeistert. Meist legte Jörg Stübner vor und Ulf Kirsten zog nach.
Der Stammplatz in der Oberliga, die ersten Spiele im Europapokal in der Nationalmannschaft. Nach dem Pokalgewinn von 1990 die scharfe Zäsur. Kirsten wechselt in die Bundesliga und Stübner? Ich wollte nicht aus Dresden weg und ich wollte mein Umfeld beibehalten, weil ich mich bei Dynamo Dresden wohlgefühlt habe, weil ich bodenständig war und weil ich mit Dynamo Dresden die Qualifikation für die Bundesliga schaffen wollte. Unter Häfner und Schade. In der Bundesliga kommt Jörg Stübner nur zu ein paar Kurzeinsätzen. 1993 läuft sein Vertrag aus und wird nicht verlängert. So steht der 27-Jährige ohne Verein da und vor dem Nichts. Doch kaum jemand nimmt Notiz von seinem Schicksal. Auch brutal traurig. Man kam dann hinten raus auch nicht mehr so an ihn ran. Dass es so abrupt dann auch bei Dynamo nicht mehr, also die Geschichte zu Ende war für ihn als Spieler, hat ihn natürlich wahrscheinlich auch wirklich innerlich zerfressen. Das Pokalfinale 1990 für Jörg Stübner, der letzte große Auftritt. Im Sommer 2018 kommt es zum Wiedersehen der einstigen Weggefährten, mit dabei auch Dynamos langjähriger Co-Trainer Heiko Scholz. In dieser Zeit bemüht sich der Verein, Stübner wieder irgendwie zu integrieren. Der einstige Publikumsliebling soll in der Dynamo-Fußballschule eine neue Aufgabe finden. Umso überraschender sein plötzlicher Tod im Juni 2019. Jörg Stübner wurde nur 53 Jahre alt. Der Publikumsliebling von heute ist Stefan Kutschke. Im Sommer 2022 kehrte er ein zweites Mal zu Dynamo zurück. Mit ihm als Führungsspieler soll der sofortige Wiederaufstieg möglichst auf Anhieb gelingen. Doch Kutschke weiß um die Hypothek, die die neu zusammengestellte Mannschaft übernommen hat, und warnt vor überzogenen Erwartungen. Es muss sich was entwickeln und es braucht eine Zeit. Man kann nicht sagen, nach einem Abstieg, halbes Jahr kein Spiel gewonnen, oh, jetzt in der dritten Liga funktioniert. Ihr habt namentlich den besten Kader, ihr seid der größte Favorit. Ist nicht so einfach. Gegenüber steht auch eine Mannschaft, die wollen auch Spiele gewinnen. Die Herbstrunde sieht Dynamo viel zu selten in der Rolle des souverän agierenden Aufstiegsfavoriten. Auch Stefan Kutschke bleibt unter den Erwartungen zurück. Eklatant die Heimschwäche. Die Schwarz-Gelben können nur jedes dritte Spiel vor eigener Kulisse gewinnen. Und so gehen sie nur als Tabellenneunter in die Winterpause. Vom Aufstieg ist keine Rede mehr. Dann kam die Winterpause und da haben wir uns gefangen, haben viel gesprochen und haben viel optimiert. An allen Sachen, nicht nur in unserem Fußballspiel, sondern auch was das ringsherum betrifft. Da kommen wir wieder auf das Thema Disziplin und so weiter. Nicht, dass wir davor ein Sauhaufen waren, aber es musste ein bisschen was angepasst werden. Und ich glaube, das sieht man jetzt, das was passiert ist. Leute sagen, euer Spiel ist ansehnlicher geworden. Ja. Mit Beginn des neuen Jahres zeigen die Dresdner ein ganz anderes Gesicht. Bleiben 12 Spiele in Folge ungeschlagen und pirschen sich Punkt für Punkt an die Aufstiegsplätze heran. Stefan Kutschke geht mit gutem Beispiel voran als Führungsspieler und Torjäger. Er ist der Dynamo-Akteur mit der engsten Bindung an den Verein, zudem ein Vorbild für den Nachwuchs. Der kleine Kutschke, 1988 in Dresden geboren, ist schon in jungen Jahren ein großer Dynamo-Fan. Naja, mit 14 hat es noch nicht so viel Taschengeld übrig. Ja, die Ticketpreise, es war damals alles noch in Ordnung. Aber man konnte zur zweiten Halbzeit umsonst rein. Ja, das sind immer noch Sachen, wo mich dann heute die Leute angucken, zur zweiten Halbzeit, ich sag, ja, ging. Und dann konntest du auch vom Stehplatzbereich hier aus der Kurve durch die dicken Zäune, die Abstände waren relativ breit auseinander, rüber auf die Hornbach-Tribüne klettern und konntest dann halt sitzen. War ausverkauft, war es nicht so häufig und irgendwann hast du dir volle Spiele angeguckt, ja, dann hast du darauf gespart, ja, Eintrittskarte Dynamo. Und das ist ja das Schöne, damals hast du deine Eintrittskarte mit nach Hause genommen und hingeklebt. Heute ist eine Kutschke-Autogrammkarte begehrt. Auch bei denen, die irgendwann einmal in diesem Stadion auflaufen wollen. Die aktuellen U15-Kicker von Dynamo sind ähnlich motiviert wie einst Stefan Kutschke.
Also ich spiele bei Dynamo, weil ich Dresdner bin und weil ich Fußballer bin und weil es dazugehört, dann hier als Dresdner in Dynamo zu spielen. Ich spiele bei Dynamo, weil ich die Leidenschaft von Dynamo sehr mag. Ich spiele bei Dynamo, weil ich schon seit klein auf hier lebe und weil Dynamo Dresden auch eine der besten Mannschaften hier in der Region ist. Ich spiele bei Dynamo, weil Dynamo eine tolle Tradition hat und auch super Voraussetzungen hat fürs Profi-Werden. Wer es von den Jungs einmal in den Dresdner Profikader schaffen wird, kann heute niemand sagen. Für Stefan Kutschke zählen nach 15 Jahren im Geschäft neben Toren und Punkten auch grundsätzliche Dinge bei Dynamo. Für Profis wie Mitglieder, das sind 25.000, gleichermaßen. Klar, wir haben einen Traum. Ja, das ist ja auch bei uns verankert. Wie viel tue ich dafür? Ja, und was ist Zusammenhalt? Wie hält man denn hier zusammen? Und das ist jetzt auch eine Prüfung, die gestellt werden muss. Alle, nicht nur als Mannschaft, als Verein, mit den Fans, ein Zusammenhalt. Weil nochmal, Strukturen für mehr als dritte Liga sind durchaus vorhanden. Was Stefan Kutschke meint, Dynamo Dresden hat auf den ersten Blick alles, was man für erfolgreichen Fußball braucht. Trotzdem sind viele der Helden vergangener Tage mit dem Ist-Zustand unzufrieden. Wie soll es bis zum nächsten Jubiläum weitergehen? Man kann es ja auch auf dem ganz kleinen Nenner bringen. Zukunft braucht Herkunft. So, und Tradition ist ja nichts anderes als Herkunft. Dort fehlt mir ganz einfach bei vielen ein bisschen der Ehrgeiz und auch der Respekt, sowas auch mit Leidenschaft voranzutreiben. In 5 Jahren könnte der eine oder andere schon mithelfen, dass Dynamo im bezahlten Fußball wieder eine bessere Rolle spielt. Helfen könnte auch eine ganz konkrete Zielstellung, wie damals, 1966. Die geforderte Fußballmannschaft mit europäischem Spitzenniveau holt tatsächlich nur 5 Jahre später Meisterschaft und Pokal. Der Verein braucht eine klare Philosophie. Bin ich jetzt ein Ausbildungsverein und entwickle junge Spieler, bringe die ein Jahr unter, spiele halt nur dritte Liga und verkaufe die dann? Oder möchte ich ein Verein sein, der, ich sag mal, in der zweiten Liga sich etabliert, vielleicht sogar mit dem Ziel, irgendwann erste Liga zu spielen? Das Ziel muss einfach sein, zweite Liga, aber dort auch kontinuierlich drin zu bleiben. Dass wir wirklich in erster Linie ein Zweitliga-Verein wären, der nie mehr nach unten gucken muss, eher immer einen Tick nach oben. Das war unser Streifzug durch 70 Jahre Dynamo Dresden. Und wir hätten Stunden und Stunden noch weiter erzählen können bei so einer prall gefüllten Fußballhistorie. Und selbst wenn die Schwarz-Gelben jetzt schon längere Zeit zur zweiten bzw. sogar zur dritten Liga gehören, Dresden gehört zu den europäischen Fußball-Hotspots. Und wer weiß, vielleicht gipfelt ja die Vereinsgeschichte irgendwann auch in der Rückkehr in die erste Bundesliga. Und schließlich träumt man hier noch den ganz großen Traum von Europapokalspiel Nummer 99 und dann auch bitteschön Nummer 100.